Tag 16. Fluss der Veränderung. Seht nur, da sendet jemand ein Signal. Vielleicht ist es Captain Olimar, dieser Außerirdische von Hokotate. Oh mein Gott. Ganz bestimmt. Und sicher hat er auch unseren Überlichtschlüssel. Ich werde weiß nicht, was, wenn er es auf unsere Vorräte abgesehen hat. Keine Angst, Brittonil. Falls etwas passiert, werde ich sie mit meinem beschützen. Dann ist ja alles klar. Machen wir uns auf den Weg. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3. Nach einer kurzen Pause oder zeitbedingter Pause geht es endlich weiter mit Pikmin 3. Es gab schon irgendwelche Beschwerden, dass ich Pikmin 3 abgebrochen habe. Nein, ich breche keine Projekte ab. Ich pausiere sie höchstens nur und wenn ich keinen Bock drauf habe, habe ich keinen Bock. Das ist ganz einfach so und das macht dann auch euch keinen Bock, wenn es mir keinen Bock macht. Ganz einfach. Und wie ihr schon sicher erkennen konntet, ich habe das neue Update. Mit Touchpen habt ihr jetzt nicht mehr das A-Symbol, sondern rechts unten bei den Gesprächen immer diesen Stift, den Touchpen. Es gibt jetzt eine neue Steuerungsmethode, die ein Jahr nach dem Release von Pikmin 3 hinzugefügt wurde. Also man kümmert sich trotzdem noch um die alten Spiele, sozusagen. Alte Spiele kann man schon sagen, weil es ist jetzt ein Jahr alt schon, das Spiel. Können wir mal reinschauen und es war ganz klar, wir haben jetzt ein Signal verfolgt, wir haben ein Signal bekommen und wir fangen jetzt in einem neuen Gebiet an. Wir landen. Vielleicht schauen wir uns das gleich mal an, die neue Steuerungsmethode. Versuche ich auch gleich mal. Ich weiß ja nicht, wie das geht. Mit Minus müssen wir die ändern. Noch 16 Vorräte haben wir. So, überspringen. Rechts unten ist jetzt auch schwarz hinterlegt. Also, es ist Version 2.0.0. Mit interessiert. Captain, das Signal von diesem Außerirdischen von Hokotate muss aus diesem Gebiet stammen. Keine Frage. Wenn wir ihn finden, finden wir auch endlich den Überlichtschlüssel der Trick. Auf zur Quelle des Signals. Aber wir müssen daran denken, weitere Früchte zu sammeln. So. Ja. Erstmal Pikmin. Das Wichtigste. Hä, seit wann? Ist es jetzt L? Nicht mehr A? Also es hat sich ein paar Sachen geändert, man merkt schon. Kann man sozusagen als Update. Let's Show Update. Was ist denn das für ein scheiß Namen? Ja. So wird wahrscheinlich Part heißen. Neues Update, neues Glück. Neues Update, neues Glück, weil wir haben jetzt totale Steuerungskonflikte. Ich hoffe, hier gibt es nichts groß zu tun für mich. Von der Steuerung was zu ändern, weil es ist ja echt krank. Wo ist eigentlich mein Zeiger? Das kapiere ich gar nicht mehr. Ups. Ich bin das erste Mal hier in dem Update. Muss ich gerade mal gucken. Wie geht es? Wir sind im Touchpen-Modus. Ah, guckt. Seht ihr. Ich kann mit dem Touchpen. Also ich muss mich nicht mehr bewegen, um hier irgendwie zu werfen. Ich bin hier im Touchpen-Modus. Wie muss ich das jetzt machen? Hä? Nochmal drauf tippen. Interessant. Es ist eine schöne Steuerungsmethode, die man eigentlich schon vorher hätte machen können.
Ich glaube jetzt weniger, dass wir die brauchen, weil das ist irgendwie ziemlich kompliziert. Ich finde. Wo man da ganz gut zielen könnte. Oh, da ist eine neue Zwiebel. Im Netz dieser Kreatur. Dort hängt eine Zwiebel. Wir sollten schnell etwas tun. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Entschuldigung. Hä? Gamepad-Modus. Gamepad wird aktuell der Touchpad-Modus verwendet. Steuerungsmotor der Endmodus ändern. Klassisch. So, jetzt hat. Es ist ein bisschen schwierig vom Mikro, sonst würde ich das ja gerne machen, aber ich kann sehr, sehr schwierig auf ein Touchpad gucken, weil ich keinen Mikrofonhalter habe in dem Sinne, sondern irgendwie so ein Provisorium. Jetzt holen wir uns mal diese fiesen Punktkäfer, diese starken Punktkäfer. Na, ich versuch's die ganze Zeit mit der falschen Steuerung. So weit kommen wir gar nicht bis zu denen. Aber ist auch egal. Haben wir es schon. So, rote haben wir genug. Deswegen lassen wir uns einfach mal die rote wegtragen. Das Seerosenblatt könnte uns tragen. Ja, machen wir doch mal. Schön. So, jetzt schwimmen wir mal. Komm, mach mal. Hier ist schon ein Elektrozaun, den wir kaputti machen können. So, kaputti. Gelbe. Na, kommt alle drauf. So, dann die Felspigment. Alles, was man bauen kann, nur drauf. Ah, da geht jetzt auch mit ZL Fokus lösen und B ausschwärmen. Also es ist mehr dazugekommen, man weiß jetzt mehr. Nein. Einer muss noch tragen. So. Schöne Information. Man hat sich Mühe gegeben bei dem Update. Mit der Touchpad-Steuerung kann man wirklich zufrieden sein, wenn man jetzt nicht vor einem Mikro steht wie ich. Der macht uns die Blüten kaputt. Ich hasse es, wenn der uns Blüte kaputt macht. Leider. Oder auch nicht. Doch so eine Erinnerung, dass er uns Blüten kaputt macht. Komm drauf. Aber dieses, wie man hier sehen kann, sehr, sehr schwierig. Den anzugreifen, weil er einfach fliegt. Kommt alle drauf. So. Aufstehen. Okay. Ich habe da irgendwie was falsch in Erinnerung anhand gehabt. Schaut mal, wie klein der geworden ist. War so viel mit Luft gepüllt. Müssen nur noch zwei tragen. So, hier gibt's eine Datei, die wir mitnehmen. Zwerg-Punktkäfer. Der Rücken ist seine Schwachstelle. Jo. Sogar sehr große Schwachstelle. Dann brauchen wir einmal 4 Bomben. Gut. Das hier wollen wir gar nicht hin, glaube ich. Brauchen wir auch nicht, denn wir gehen jetzt hier einfach mal rüber. Oder habe ich hier irgendwas vergessen? Hier ist ja auch noch ein Weg. Gehen wir doch einfach mal in die Höhle. Vorsicht, düster hier. Sehr düster. Man kann hier schon wieder funkeln, blitzen sehen. Oh je, ziemlich viel brauchen wir hier, um eine Verbindung auszulösen. Das sind 20 Stück. Würden die nicht so einen Bogen machen, würden weniger reichen. Aber nein, so clever sind die Pikmin leider nicht.
So. Lampe und damit Blüten. Was ist jetzt passiert? Oh, nee. Der uns einen weggefressen. In der Zwischenzeit hat er einfach gefressen. Das darf doch nicht wahr sein. Nee. Das kann ja einfach nicht wahr sein. Die Blüten lassen wir einfach mal Blüten sein, sondern gehen einfach mal zu den schönen Brückenteilen. Das war doch klar. Dass das nichts wird. Weiß nicht, wieso es nichts geworden ist. Ich habe es ja rechtzeitig fokussiert, aber nein. Kommt mal her. Danke. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Kann ja auch nicht so schwer sie. So, jetzt aber. Seid alle da. Und jetzt. Gut, die Bomben bleiben hier. Schön. Und warum läuft der eine nicht? Gut. Komm mal alle her. Es bleibt immer noch einer da oben. Komm jetzt hier runter. Gut, hier haben wir alle sonst aufgelesen. Dann können wir ja erstmal wieder raus. Denn es geht uns letzten Endes um die Brücke, welche wir auch immer aufbauen. Werden wir gleich uns mal drum kümmern. So, du bist eine Gefahr. Auf ihn drauf, damit er niemanden angreifen will. Nein! War schon wieder zu viel, das war schon wieder zu viel. Und das war wieder zu viel. Ich hasse Bomben, wisst ihr das? Ich hasse Bomben. Ich hatte den Fehler schon mal. So, dann holen wir uns noch ein paar Felspigmen. Dabei reichten uns die noch nicht mal. Dann nehmen wir gelbe. Gut. Jetzt reichen uns die Bomben natürlich nicht, um diese scheiß Mauer da aufzubauen. Shit, der Miste. Oh, nee. Was war das für ein Fehler? Ich stehe es ja ein. Es war ein Riesenfehler von mir. Aber trotzdem. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir Bomben herbekommen, um diese Mauer einzureißen. Also, Pflücki. Wir müssen dann noch zu dem Haufen, wo vorher diese Brückenteile lagen. Wir haben jetzt die Brücke hier vollendet. Nein, haben wir nicht. Ich nehme alles zurück. Wir haben sie nicht vollendet. Hm. Aber hier müssten noch welche sein. Hallo. Hallo. Also rein mit euch. In das Erdloch. Das sind nochmal 30 Brückenteile. Oh. Die waren jetzt sehr wichtig. Irgendwie nicht, wie ich finde. Naja. Okay. Da hinten sind unsere Kollegen. Hallo. Geh jetzt rüber. Die holen wir wieder. Wir müssen dann wieder nachher beim anderen vorbeischauen. So. Auf den Frosch. So. Die sind auf jeden Fall zahmer als die früher gewesen geworden, weil man einfach die Felspigmen hat. Komm. Noch zwei rote. Damit wir in der Felspigment versorgt werden. Hier ist Wasser, also da können wir gar nicht hin. Aber jetzt hier ein paar sammeln lassen. Gut. Den Rest ja mitnehmen. Fokus bitte löschen. Und weiter kommen wir hier erstmal gar nicht. Die Dateien lassen wir einfach mal liegen. So. Gehen wir einfach mal mit dem Pikmin hinten her.
Denn das Ziel ist jetzt einfach mal die Brücke. Die müsste jetzt eigentlich vollendet sein. Hoffe ich zumindest. So. Da kommt das letzte Teil. Ich hoffe, das waren dann alle. Na, beeil dich mal ein bisschen. Ja, das muss das letzte Teil gewesen sein. Beeilung. Mal schnell gucken. Wo sind denn unsere Kameradschaften? Wo haben wir sie denn liegen lassen? Wo war denn die Höhle? Mist. Da war die Höhle. Wie kommen wir da hin? Nur über die, ja. 31, 30, die in Gefahr sind. Nehmen wir einfach mal die Datei mit. Flügelpigment 1. Flügelpigment können fliegen. Das wären die nächsten Pigment in der Zwiebel. Die ja eigentlich schon hier ist. Also holen wir uns die gleich mal. Wir müssen die Zwiebel retten. Nein. Du holst uns hier nicht fies irgendeinen weg. Die wir hier nicht angreifen. Gut. Sehr gefährlich hier immer. So. Weg mit dir. Okay. Flügelpigmen. Die Zwiebel steht bereit. Und davon leider nur einer geschlüpft. Naja. Flügelpigmen. Die befreite Zwiebel hat den Keim einer neuen Pigmentart ausgestoßen. Dieses Pigment hat kleine Flügel, mit denen es fliegen kann. Ja, und da schauen wir mal. Kannst du daran ziehen? Jawohl. Und wir holen uns einfach mal die Datei. Flügelpigment 2. Flügelpigment können Objekte durch die Luft tragen. Da können wir abkürzen. Kann man daran ziehen? Natürlich, habe ich doch gerade gemacht. Naja, ich habe jetzt... Ich kenne das halt schon. Das ist das Problem, was ich habe. Komm her. Kann ich gleich wieder hier zupfen. Aber die Zwiebel scheint schon ein paar Leute zu... Oh, nee. Die falsche Pigmentart war das. Brauchen wir sogar drei. Tja. Die Pigment haben wir auf jeden Fall mal. Aber ich muss mich jetzt beeilen. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich hätte eigentlich schon lange dahin laufen sollen. Schaffen wir nicht durch die Scheißblätter. Ich hätte jemanden da hinschicken müssen. Verdammt. Nee, das reicht nicht. Jetzt sind... Wo sind denn die alle wieder? Jetzt verliere ich hier auch nochmal welche, oder was? Das gibt's ja nicht. Also, es war mal wieder ein Unheiltag. Bleiben sie einfach mal wieder an der Wand hängen. Verlieren wir also nochmal mehr. Oh mein Gott. Und dann noch diese, die die Brücke aufgebaut haben. Und das ist der Grund, warum man es einfach schlecht ist, wenn man dann wieder zu der Stelle zurückrennt. Finde ich nicht gerade sehr schön. Einige Pigment, die jetzt hier rumrennen und vernascht werden. Obwohl da gar niemanden trifft, naja. Er hätte nicht sein müssen, aber passiert. Und damit vereinigen wir mit der vierten Pigment-Sorte fast schon das gesamte Imperium. Es fehlt nur noch eine Sorte dann, die aber wohl am wichtigsten ist, weil mit der kommen wir wohl am weitesten und. Sie hat die andere absorbiert.
Steckt da ein Plan dahinter? Sie entwickelt sich weiter. Und sie ist größer geworden. Heute haben wir keine Früchte gesammelt. Ja, ich habe schon ein paar auf der Karte gesehen. Dieser Augenblick lässt einen die Mühen des Tages vergessen. Nur schade, dass ich teilen muss. Oh Mann, Brittany, Brittany, Brittany. Es wären eigentlich genug da für jeden eins, aber gut. Sehr schön. Wir sind noch ganz gut versorgt. So, 15 Vorräte, Tag 16. Eigentlich doch gut steigende Population, aber dann zum Tagesende, boom. Einfach boom. 5 Flügelpigmen haben wir jetzt sogar. 280 haben wir jetzt gestorben. Heute sind 45 draufgegangen, das muss man sich mal reinziehen. 77 rote, 77 Fels und 71 gelbe, also sehr, sehr gut verteilt. Aber jetzt müssen wir einfach mal wieder züchten. 21 Früchte und 15 Vorräte. So. Hab's wieder vergessen. Zu dem Zeitpunkt können wir nicht mehr die Früchte auswählen. Aber das machen wir mal als Special, als am Ende. Vielleicht vergesse ich jetzt nächste Folge nicht mehr, jetzt ist doch noch einzubauen. Aber gut, dann gehen wir zum Bericht. Nachdem wir den Fluss überquert und die Zwiebel aus der Gefahr gerettet hatten, stieß dieser einen einzelnen Pigmentkeim einer völlig neuen Art aus. Da diese Pigmen Flügel besitzen, können sie sich wohl auch über Wasser bewegen. Ich werde sie genau beobachten und möglichst viel über sie herausfinden. Ja. Speichervorgang. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben jetzt die Flügelpigmen und das Update ein bisschen näher kennengelernt. Da sind noch ein paar Neuerungen gekommen. Ja. Schreibt doch mal eure Meinung zu dem Update in die Kommentare. Ich finde es nicht schlecht, man kann je nach Typ auswählen. Ich würde gerne mit Touchpad machen, aber das Mikrofon ist leider im Weg. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Folge und bis zum nächsten Mal. Ciao! Pigment 3 im neuen Gebiet. Neue Pigment und neues Update. Neue Steuerung nach einem Jahr, Pigment 3. Also, man muss sagen, die geben sich noch Mühe, geben immer noch Updates. Obwohl Nintendo ja gar nicht so der Update-Typ ist, wie ich finde. Online und so ist nicht deren Welt, aber, was gute Spiele angeht, ist einfach was anderes. Ja. Online-Modus wird ja auch durch Splatoon sich ändern, also bin mal gespannt, ob da noch Updates für Pigment 3 dann kommen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich hoffe, ihr freut euch aufs nächste Mal. Bis zum nächsten Mal.